Die Kaminwurzeln entstehen genau hier im Südtirol. Ich freue mich schon darauf zu lernen, wie Kaminwurzeln gemacht werden. Ich bin mit Kaminwurzeln aufgewachsen. Ich weiß noch, wie ich als Kind immer herzhaft in die Würstel gebissen habe. Wir verwenden nur einheimisches Fleisch, das relativ grob gemahlen wird. Schweineschulter und Nuss vom Rind. Das hier ist Schweinerückenspeck, der von der Maschine schon in große Stücke geschnitten wurde. Diese Stücke sind minus 2 Grad kalt, damit wir die Körnung erhalten, die wir brauchen. Klar. Jetzt kommen auch das Schweinefleisch und das Rindfleisch dazu. Salz, Pfeffer und natürliche Aromen. Durch das Mischen kann das Salz tief in die Fleischfasern dringen. Das habe ich noch nie gesehen. Du bekommst den Behälter in 3 Sekunden leer. Fantastisch. Ich muss jetzt auf den grünen Knopf drücken? Ja. Jetzt kommt das Fleisch in den Wurstdarm. Da haben wir es. Du kannst aufhören, wenn kein Darm mehr da ist. Muss ich hier noch was? Nee, ist in Ordnung. Zum Schluss kommt ein Knoten hinein. Für diese Arbeit braucht es schon ein gewisses handwerkliches Können und Erfahrung. Stimmt, das ist keine Sache, die du im Nullkommanichts lernst. Du stellst dich aber schon ganz gut an. Wann immer du willst. Die Würste kommen jetzt auf den Wagen. Das Aroma der Kaminwurzeln kommt auch von Gewürzen, richtig? Die geben ihnen diesen besonderen Geschmack. Welche Gewürze kommen genau hinein? Wir haben Salz, Pfeffer, Koriander, Knoblauch und dann auch Muskatnuss. Ah, wie lecker. Das sind die Würste von vorhin. Die schon vorher geräuchert wurde. Die schon getrocknet und geräuchert sind. Früher wurden die Kaminwurzeln im Kamin geräuchert. Von dieser Tradition kommt auch ihr Name. Hier sieht man gut ihre charakteristische goldbraune Farbe. Wir verwenden zum Räuchern nur Buchenholz, da es weder Rückstände noch Harz enthält. Ja, ich muss schon sagen, also der Geschmack ist schön ausgewogen. Ihr habt es geschafft, das perfekte Gleichgewicht zwischen Räucheraroma und Gewürzaroma zu finden. Ja, wir lassen uns auch extern beraten. Aber vor allem habe ich jahrelang immer wieder so lange herumprobiert, bis ich dieses Ergebnis erzielt habe. Nachdem ihr den ganzen Morgen gesehen habt, wie Kaminwurzeln hergestellt werden, ist jetzt der Moment gekommen, sie zu genießen. Ihr habt zu Hause aber keinen Kamin, um darin Kaminwurzeln zu räuchern? Kein Problem, denn auf der Seite von Gustus findet ihr alles, was ihr braucht.